Willkommen zurück bei The Division mit dem Colatus. So. Yo. Ich markiere gleich mal was. Ich bin ja mal für so einen Kampf hier um die Ecke. Der ist nicht so weit weg. Und dann gehen wir langsam zu einer Nebenmission da unten. Hobby, bist du fertig? Ja. Mit deiner Bommelmütze? Nee, die passt nicht. Ach so. Ah, ein herrliches Wetterchen haben wir. Mit Sonne. Wir sind auf derselben Seite. Lass was fallen, Bitch. Schönes Liedchen. HS-Laster. Oh, hier knallt's ja schon irgendwo. Ja, da vorne müsste der Kampf gleich kommen, 70 Meter. Alarm! Empfange JTF-Funksprüche. Ach, die JTF hat ihn angegriffen. Die können doch nichts alleine, die Jungs. Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Ja, dann nimm du das auf. Lade Koordinaten hoch. Oh, ich habe so ein Feuerstoß-Dingsbums. Gar nicht mal so schlecht. Das ist ja eine MP, oder? Sturmgewehr rausholen. Was müssen wir machen? Den Typen einlabern, ich mach schon. Okay. Wir greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Ah, jetzt kommen noch welche. Feindkräfte nähern sich. Von wo denn? Von da vorne, wenn dieser hier so komisch in Deckung geht. Ja. Der hat gesessen. Boah, hat das eine Streuung, das Ding. Muss ich vorher Stöße machen. Granate habe ich nicht gesehen, verdammt. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Die ist nicht so schlimm. Nee, die war nicht so schlimm. Außer, dass ich daneben schieße. Der Granatentyp will seine Rübe nicht rausstrecken. Boah, Benzies. Alter! Kommt ihr alle her? Doch mehr als gedacht. Ja. Ja, mir kommen die Tränen. Oh, ich sollte nicht mal heilen. Sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Ach so. Juhu. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Pillepalle. Die haben sich gewehrt. Unglaublich. So. Den hätten wir. Dann nehmen wir den auch gleich noch mit. Der ist gleich um die Ecke hier. Und dann gehen wir zum Nebeneinsatz da. So. Ah, da war Zaun. Ist klar. Schwupp. Jetzt weiß ich auch, was das für eine kleine Zahl da unten ist. Das ist eine Magazingröße. Ach so. Und wie viel Kugeln du noch im Magazin hast. Warte mal hier. Muss ich doch das irgendwie gestehen. Die Gangsters, aua! Oh, da sind auch noch welche. Komm schon, eliminiert die Bastarde! Autsch! Stirb! Ach, das war das schon? Ja, das ging fix. Ich glaube da... Ach nee, Schlüssel muss man suchen. Okay, ich dachte, hier wäre so eine Feindbasis.
Dann nehme ich mal den Schlüssel. Jo. So. Wo seid ihr denn, Jungs? Ah, hier. Zivilisten sind sicher. Sollen mich vielleicht mal heilen? Komm, geh mal da raus aus der Tür. Ich will mal gucken, ob hier eine Kiste steht. Die ist schon geplündert mal bei mir. Das hatte ich auch noch nicht. Du bist schuld, du hast sie leer geräumt. Ich bin überrascht und dankbar. Da ist was drin. Du darfst, okay. Gut, ich darf nicht. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich darf einfach nicht plündern. Gemeinheit. So, Nebeneinsatz. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Danke. Denk dran, du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert werden, würden das nicht überleben. Ich übermittle die Koordinaten. Ich flehe sie an, bitte. Level up! Um zu wissen, anlabern. Doch ich. Ach du. Ja. Zivilist angelabert, Level up. Hier vorne sind Typen. Waren Typen. Ich liebe meine Haftgranate. So. Multikill. Mhm. Nachschublieferung Penn Plaza, medizinischer Nachschub. Ja, das sind auch welche irgendwo. Rechts. Aus Seitengasse bestimmt. Mein Gott, ich treffe überhaupt nichts. Liegt an der Knifte, die verzieht total hier. Hier drüben, wo es raucht. Nachschub. Ja. Nachschub. Nachschub beschützen. Sehen, wo wir als erstes hin müssen. Gleich hier, okay. Doch, passt. Wo sind sie denn? Oh, mal vorne kommen sie. Ah. Los geht's. Mal eins haben wir. Als nächstes. Siehst du was? Jetzt. Ach, auch gleich hier. Ach, nebenan. Perfekt. Das wird leicht. Oh shit! Oh shit! Au! Kam der denn her? Au! Scheiß Basies! Mir hat auch gerade einer auf den Kopf gehauen. Dreirad wegschießen hier. Da kommt doch noch was. Wo ist denn hier der nächste? Ah ja, da hinten. Ah, okay. Ah, warte mal, kann ich ja hier. Noch einer? Ja. Ja. Nochmal hier. Ach ja. Okay. Echt schwer mit der Waffe hier zu schießen. Die verzieht total.
ich keine Munition mehr. Klasse. Oh, hallo Agent. Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. So, ein bisschen Munition einsammeln hier. Gerade keine Sturmgewehrmunition mehr gehabt. Vorne liegt, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Ja, liegt auf jeden Fall noch was Grünes. Ups. Es ist immer gut, dass das Zeug auf der Minimap auch angezeigt wird. Ja. Besonders bei lilanen Sachen oder so, da hätte ich vielleicht schon einige liegen lassen sonst. Ja, manchmal erschießt er einen, drehst dich rum und dann siehst du nicht, dass er was gedroppt hat und ja. Mhm. So. Nebenmission hätten wir auch. Oh, wir haben das Gebiet schon gut geklärt. Dann gehen wir nämlich in das nächste rein jetzt. Wo ist denn hier das nächste? Oh, das ist Level 2 bis 4 hier unten. Es gibt ja keine EP mehr. Ja, aber die Nebeneinsätze geben EP. Achso. Außerdem haben wir da gar nicht... Wieso haben wir denn da so viele Nebeneinsätze? Was haben wir denn da? Wir sind da einfach nur durchgerannt, wir bösen Jungen. Warte mal, das nächste... Welches Level haben wir denn jetzt? Ich bin Level 8, glaube ich. Oder? Bin gleich 7. Ja. Ja, dann machen wir da unten noch schnell eine Nebenmission. Beziehungsweise ein, zwei... Was ist denn? Da! Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Ja, ich pfusch auch mal an deinen Antennen. Was haben Sie bloß für ein Problem? Ist ja... Die hat so eine Telefonsex-Stimme irgendwie, ne? Hast du die Alte gerade gehört? Nee. Den Nebenauftrag angewählt habe, hat die mir das da gesagt, was das da mit irgendwelchen Antennen ausrichten und so. Ja, die hatte voll die Telefonsex-Stimme. Ja. Woher du sowas weißt. Ja, das sieht man doch immer hier im Fernsehen. Ah. Das wäre viel zu teuer, da anzurufen. So viel Geld habe ich gar nicht. Gibt's die Nummern überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch. Nachts im Fernsehen gibt es da noch Werbung für. Okay, ich habe schon ewig kein Fernsehen mehr geguckt, daher weiß ich jetzt nicht so genau. Ach, das ist eh nur so eine Klettermission hier, glaube ich, oder? Ich glaube, ja, hier aufs Dach, genau. Ach ja, Antennen ausrichten, ja. Aber ich glaube, zum Schluss kommen noch mal ein paar Typen, die mal knallen müssen. Na, ich höre irgendwie einen labern. Ja, stimmt. Oh! Ah! Ah! Arschloch! Aber er hat seine Granate selber gefressen dahin. Gelatscht. Ich auch. Oh, ich dachte, es wäre hier oben drauf. Weiter geht's. 2 Minuten. Ach, da. Ist nicht um die Ecke gekommen. Jo. Ah, da sind wieder welche. Okay. Area safe. Ah, diesmal. Nun sieh mal, war's schon. An. Das okay. War richtig gut. Du hast alles repariert.
Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Manchmal stehen hier aber auch Kisten mit blauem Zeug. Also kann sein, dass wir gerade an einer vorbeigerannt sind. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Ups. Aua. Ist schon 7? Nee. Dann gehen wir mal hier unten hin. Wow, wo schickt er uns denn da hin, ey? Das ist kürzer als meine Güte. Ach komm. Mit dem. So. Hier noch, diese Gamar. Haben Sie, was soll das, Mann? Die Kücke Gamar. Oh. Aber ich habe das mit dem Mexikanisch und Spanisch und sowas, das habe ich jetzt doch schon wieder gesehen. Russisch und so. Da eben war ein Chinese. Stimmt, der hat auch irgendwo so ein Verständliches. Huch, sei doch Herz in die Luft geflogen. So, warte mal. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann!